Hallo Singapur, hallo, hallo, Hallo hallo. nach Deutschland. Ist das WLAN in Ordnung in Singapur? Ja, alle drei Balken sind da. Hört auch keiner zu, ja? Nein, hier doch nicht. Wir müssen nämlich über diese Sache auf dem roten, mit dem roten Platz reden. Schicken wir da jetzt unsere Leopard 2 Panzer hin oder lassen wir das sein? Ich würde vorschlagen, wir schicken ihn erstmal hin, um dann nachher zu gucken, ob denn wirklich der rote Platz frei ist von irgendwelchen Leuten. Was macht eigentlich Matthias Rust? Können wir den vielleicht hinschicken und dass er einmal rüberfliegt über den roten Platz? Nee, den habe ich schon anderswartig organisiert. Der wird uns nämlich eine Pizza liefern nach Nordhausen, wo wir doch da wiederum den Leopard 2 Panzer losschicken nach Russland. Aber sind denn die Leopard 2 Panzer überhaupt einsatzfähig? Ich hab gehört, die sind eigentlich alle Schrott. Das weiß ich gar nicht. Müssen wir mal fragen. Wer wissen darüber Bescheid bei uns in der Truppe? Wladimir, du hörst doch eh mit. Könntest du uns bitte sagen, du hörst doch alles. Wladimir, sind unsere Panzer eigentlich in Ordnung oder was ist jetzt eigentlich los? Wer sind Sie und was haben Sie mit Metal Mavis gemacht? Keine Ahnung. Der war Gerade mal. müde und wollte ins Bett. Ja, Hier und jetzt sitzt der hier Klon. der frische Ausgeschlafene. Der Klon, der hier per 3D-Drucker entstanden ist. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keine Ja, Wochenshow. genau. 300 und noch irgendwas. 49. 49 ist doch hier. Wurscht. Ja. Und es ist wieder einiges passiert in dieser Woche. Echt einiges? Ja. Ganz viel? Ja, Sieben durchaus. Tage was, irgendwas passiert. Schön. Ist an mir vorbei, eigentlich verarbeiten. Ist auch die Misthaufen-Aktion auf der B5 ist auch an dir vorbeigegangen. Ja, mit dem Unfall meinst du? Ja. Ja, schlimm. Also es war, glaube ich, am Montag Ja, Montag. auf der B5 bei Wustermark im Havelland haben. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich Landwirte sind oder irgendwer anders. Auf jeden Fall sind Leute mit ihren Traktoren auf diese Bundesstraße und haben da mehrere große Misthaufen auf diese Straße Ja. geschüttet. Man muss ja dazu sagen, es ist eine zweispurige, also eine vierspurige Ja. Straße an der Stelle, also quasi eine kleine Autobahn. Nicht beleuchtet. Kleine Autobahn. Ne, ist doch so. Ja. Wie eine kleine Autobahn. Wie eine kleine Autobahn. Ja. Kleine Rennstrecke. Ja. Da darf man auch durch 100 fahren. Ja, kann man ja, stimmt. Ja. Wenn nicht sogar 120 teilweise. Nee, ich glaube Nee, 100. 100. Jedenfalls haben die da Misthaufen dann da auf die Straße geschüttet und es sind dann tatsächlich mehrere Autos da reingedonnert und es gab, soweit ich weiß, auch Schwerverletzte. Ja. Und gab es Konsequenz? Wird es bestimmt geben. Es kommt ja noch hinzu, dass dann diverse Landwirte ihre Traktoren da haben stehen lassen. sodass auch keine richtige Rettungsgasse gebildet werden konnte. Im Grunde haben sie alles das gemacht, was sie den Klimaklebern immer vorgeworfen haben. Keine Rettungsgasse möglich, blockiert. Aber im Grunde ist, ja, aber es ist jetzt auch eigentlich relativ ruhig geblieben, so in der, was so. Ja, doch, wollte gerade sagen, ich habe es zwar gelesen, ich glaube auch der RBB hat darüber berichtet, aber dann war es auch schon. Jetzt haben alle Es, darüber berichtet, aber was aber so es die war nicht in Reaktion? der Tagesschau. Nicht in der Es war Tagesschau? nicht in der Tagesschau. Was ist denn da passiert? Weiß ich auch nicht. Lieber zeigt man andere Sachen in der Tagesschau mittlerweile. Ja, also ich finde es jedenfalls ganz schön krass und ich weiß nicht, ob das jetzt noch was mit diesem ursprünglichen Bauernprotest zu tun hat. Also. Ja. Das Schlimme ist ja, dass ja immer irgendwelche Trittbrettfahrer dabei sind, die immer nur irgendwelchen Blödsinn veranstalten. Und das gehört damit dazu. Der richtige Protest ist ja das, was sie auch gemacht haben, das angekündigt hat, irgendwelche Straßeneinfahrten blockieren, ihre Sternfahrt in Berlin und halt öffentlich protestieren. Das ist schon wieder Willkür, am Bürger. Na, ich würde es nicht als willkürlich, sondern hochgefährlich Natürlich. und es ist einfach mal absolut assi,
da einfach mal Misthaufen auf die Straße außerorts zu schmeißen, ja, und dann zu so gucken, ach Mensch, da ist ja ein Auto reingerast, Mensch. Das ist aber schade, dass der da jetzt irgendwie der Schaden genommen zufällig hat. Zufällig da vorbei. Ja, unangenehm. Unangenehm. Ja. Wär viel schlimmer, also wären die Medien wären mehr interessant gewesen, wenn da jemand wirklich zu Tode gekommen wäre. Dann hätten sie gesagt, die bösen Bauern. Und so haben sie gesagt, ja, kann ja mal passieren, da ist ja so ein bisschen, ne? Ja. Zum Glück, werden einige sagen, haben wir jetzt ja schon wieder ein neues Diskussionsthema. Weil ja jetzt endlich wieder ein paar Linksradikale in Deutschland aufgetaucht sind. Und nach 30 Jahren. Also man muss dazu sagen, also das ist ja jetzt auch was, wisst ihr, so nach dem Heureka! Wir haben ein Linksextremismusproblem. Wir müssen von dem Rest jetzt gar nicht mehr reden. Und warum sind die ganzen Demos gegen rechts? Weil wir doch jetzt wieder Linksextremismus haben. Ja. Da muss man dazu sagen, sie haben jemanden geschnappt. Wie hieß die noch schnell? Ich habe schon vergessen, wie sie heißt. Ja, das ist ja die RAF-Tante. Genau, die RAF-Tante. Die sie ja nach 30 Jahren endlich gefasst haben. Und jetzt gehen sie auf die Suche, jetzt nach den beiden anderen, die da vor 30 Jahren Sachen eingestellt haben. Nicht schöne Sachen, die haben auch Raubüberfälle und Leute auch abgebuchst, haben sie auch, ne? Naja, ob die das jetzt waren, ich bin da nicht so drin in der Materie. Auch aber nicht. Jedenfalls sind sie da, jetzt wird dir jeden Tag davon berichtet, dass sie irgendwelche Sachen da nachforschen machen. Aber ja, die wollen wiederum ablenken von anderen Sachen. Also Heißt es immer, dass die Medien, dass die ja alle diese ganze gegen Rechtsextremismus, dass das so wäre. Aber nun, das ist ja jetzt genauso bei dem Gegenteil. Also ja, jedenfalls ist es ja bei diesem Brandanschlag auf die Stromleitung bei Grünheide. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Ja, das habe ich mitbekommen. Ja. Also die haben ja, es gab einen Brandanschlag auf eine Freileitung, ja, die dazu geführt hat, dass der Strom ausgefallen ist in der Region Grünheide, Freienbrink, Erkner, sogar auch in Teilen von Südost, Südwest, ich weiß nicht, Südost Berlin, ja. Jedenfalls von Teilen von Süden Berlins. Und das einen großen Schaden angerichtet hat. Das ja, Tesla-Werk war, ist immer gestellt. Noch auf Null gestellt. Genau. Also zumindest heute hier ist Mittwochabend. Ja. Und es wird von einem, was ein bisschen krass ist, es wird von einem Schaden im mittleren neunstelligen Bereich gesprochen. Was ja heißen würde, 500 Millionen und mehr Euro, die da. Das ist ein bisschen sehr übertrieben. Das ist im Endeffekt, ja, das ist doof, was die da gemacht haben, und die haben da, man geht ja wieder davon, es ist ja jetzt schön, es sind ja gerade friedliche Proteste da in dem Wald, bei Grünheide. Also, und da geht man schon wieder davon aus, dass genau die da. Das ist ja irgendwie Vulkangruppe oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Die sollen jetzt damit was zu tun haben. Wobei es gibt ja wieder irgendeine Splittergruppe, die sich ja glaube ich jetzt dazu geäußert hat, dass sie Vulkangruppe haben. Das heißt, in der Video heißt, wusste ich jetzt noch nicht. Aber ganz ehrlich, nee. Das ist doch alles doof. Naja, es ist vor allen Dingen. Erstens ist es natürlich wirklich scharf zu verurteilen, weil ich meine, ist ja nicht nur Tesla. Es sind ja auch Altenheime, Krankenhäuser und viele Einrichtungen und natürlich Tausende von Menschen betroffen. Richtig, die im Kalten sitzen mussten, weil wir immer noch, morgens immer noch raureif. Ja. Und es ist ja auch jetzt tatsächlich nicht lustig, wenn so ein großes Werk Tage, vielleicht wochenlang still liegt, weil das irgendwie nicht wieder so richtig in Betrieb gehen kann. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, die sollen doch froh sein, dass die da so ein Werk wie Tesla haben, dass da Wirtschaft und Arbeitsplätze und alles Mögliche bringt. Gut, Wasser ist wohl ein Problem. Ja. Aber trotzdem, also. Man muss da. Es ist immer so eine Sache. Also, die einen finden es toll, die anderen finden es doof. Das ist immer so. Und man muss das halt abwägen. Man muss natürlich, wenn man so eine Sache auch genehmigt, man muss wirklich ablegen, ist es gut für die Region, ist es gut für. Man kann nicht immer. Es hört sich immer bescheuert an, aber man kann leider nicht immer nur Rücksicht auf die Umwelt nehmen, was natürlich super wäre, wenn man es machen könnte, aber da haben wir irgendwann mal keine Arbeit mehr für Leute, weil die dann alle in Timbuktu arbeiten. Okay, woanders. Aber das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Man ist ganz, ganz schwierig, da jedem was recht zu machen. Wenn du jedem das recht machen würdest, dann würde hier keiner mehr irgendwas machen. Dann haben wir Stillstand. Ist doch so. So, Prost. Darauf ein Bier. Da kommen wir heute ja wieder ein ganz schwierige Gefilde, aber eigentlich auch nicht. Es ist ja ein Bier. Es ist ein Bier. Goldstar aus Israel. Ja. Und Responsible Drinking steht da noch drauf. Das Einzige, was ich lesen kann. Ja, das hat uns Friedhelm
Humbug aus seiner Friedemann Humbug, Entschuldigung, jetzt habe ich es, danke. Friedemann Humbug hat das uns mitgebracht, genau wie das. Erst, wir haben ja auch ein palästinensisches Bier probiert. Das ist leider durchgefallen, wenn ich mich ganz toll erinnere. Aber das ist jetzt Israels finest Bier. Ach so. Steht hier, das ist das, was wir lesen. Es ist ein Dark, ein dunkles Lagerbier. Hat 4,9 Volume Prozent. Tja, und dann ansonsten hört's auf. Weil es alles hebräisch ist. Es ist alles hebräisch. Dadurch können wir jetzt auch nicht sagen, woher es genau kommt. Tja, schade. Ja, schade. Außer, dass es noch eine Woche haltbar ist. Siehste. Also es ist quasi auf dem letzten Drücker probieren wir dieses Bier. Auf dem letzten Pink, kannst du mal sehen. Du trinkst aus der Flasche oder was? Nein, ich hab... Ha, sieht jetzt gut aus. Naja, ein bisschen dunkler. Es ist ein bisschen dunkler. Es ist ein bisschen dunkler. Also es ist so ein bisschen wie... Nee, das sag ich jetzt nicht. Nein, sag nicht. Und es schäumt ganz gut. Ja, das ist schön. Also ein bisschen fast wie eine Brause. Das klingt auch so ein bisschen brausig. Ja, hat bestimmt schön ordentlich Blubberwasser. Oh, Berlin. Jetzt wird gekostet. Wässrig, hat aber eine ganz komische Note. Ein bisschen hat eine Bitternote, aber da ist irgendwas, was nicht schmeckt drin. Ja, so kann man das zusammenfassen. genau so. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen wässrig, aber es ist tatsächlich auch eine... Es ist schon ziemlich bitter, aber nicht lange. Okay, es ist irgendeine Note dabei, die irgendwie nicht genau zu definieren ist, finde ich. Also... Wenn man so eine Bitternote hat, man ja meistens... Und es ist auch letztlich wenig Kohlensäure dann doch drin. Ja, also nö, also du hast recht. Also, guck mal, wie schnell man hier so eine Blume verfliegt. Also das ist schon ordentlich. Ja. Also du hast eine Bitternote, die du nicht genau definieren kannst. Die ist irgendwie da, aber sonst hat man ja immer so eine Assoziation zu irgendeiner Bitternis. Aber da ist irgendwie nichts irgendwie dahinter. Mir fällt es irgendwie schwer, da irgendwie mehr zu... Ein bisschen metallisch. Nee. Also ich finde es letztlich, ich finde es annehmbar, sage ich mal. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt mir mit Lust und Wonne im Sommer hinterkippen würde. Mit Lust und Wonne. Ja. Das ist richtig. Hast du den großen Skandal im österreichischen Fernsehen miterlebt, letzte Woche? Ich habe ihn nicht miterlebt, aber ich habe davon gelesen. Fand ich sehr lustig. Man muss dazu sagen, im Niederösterreichisch heute wurde gekocht, beziehungsweise wurde ein Fisch gebraten. Und darf ich übrigens mal sagen, also Niederösterreich heute ist ja quasi das Regionalmagazin, sowas wie bei uns Brandenburg aktuell. Genau. Also ich frage mich ja grundsätzlich, warum kochen die da? Haben die nichts zu erzählen, was in Niederösterreich los ist oder was? Genau. Ein Gastwirt aus dem Ort Haslau hat da einen Fisch zubereitet. Und dabei fiel auf, dass dieser Fisch eigentlich der sogenannte Frauennervling unter Schutz steht. Und wir haben sie sozusagen da einfach mal vorher vors Millionenpublikum gebrutzelt. Und natürlich haben sie sich danach natürlich entschuldigt. Haben gesagt, ja, kann ja mal passieren, aber man macht da vorher so eine Recherche. Oder wenn man so ein Fischchen aus der Donau rausholt und sagt, wollt ihr mal was aktuell, was ganz Gutes, was Seltenes, passendes Wort ist und haut man da so ein Fischchen raus, was denn unter Artenschutz steht. Ne? Ja, das macht den Reiz aus, dass man... Das Verbotene meinst du, ja? Ja, kann ich auch so ein Walross hier so hinsetzen. Vielleicht merkt es ja auch keiner. Ja, genau. Anscheinend hat es ja auch jemand bemerkt. Sehr viele haben es, glaube ich, gemerkt. Genau, deswegen musste sich ja auch denn das österreichische Fernsehen dafür auch entschuldigen. Zu Recht. Zu Recht. Niederösterreich heute ist abgesetzt. Abgesetzt. Wurde ausgetauscht für Niederösterreich gestern. Genau. Und ab sofort darf nie mehr Koch werden in der Sendung. Ja, genau. Ab sofort müssen wieder Regionalberichte laufen. Mist. Statt Kochen. Mist, wir müssen wieder Reporter losschicken. Ja, wie unangenehm. Mist, wir müssen unseren Auftrag nachgehen. Wir müssen gucken, ob was passiert ist und müssen nicht mehr kochen. Immer diese Gasthofe hier, machen uns essen, was wir ja nicht essen dürfen. Apropos, was passiert ist. Also es gibt ja diesen Abhörskandal. Ja.
dass die Russen einen Dialog zwischen zwei Bundeswehroffizieren mitbekommen hat. Ja, muss dazu sein, nicht nur ein Dialog, sondern die waren ja auch nicht nur gerade regional zusammen. Der eine war in Singapur auf einer offenen Leitung und der andere saß in Deutschland rum und musste genau in dem Moment mit dem da philosophieren über die Taurus-Geschichte. Blöd kann man eigentlich sein? Ja, vor allem in Singapur, auf einer offenen WLAN-Stelle. Ja, kann ja mal passieren, wenn man so eine wichtigen Sachen, geheimen Dokumente bespricht, dass man dann mal feist, dass man... Im Grunde hätte er auch ein Megafon sich nehmen können und in Singapur das einfach auf die Straße schreien können. Nee, hätte vor die russische Botschaft rennen können, das Megafon. Genau. Und er so, hallo Leute, ich habe euch was zu sagen. Und dann kommt jemand aus der russischen Botschaft raus und sagt dann, wissen wir schon. Aber letztens auch hier. Also ich bin davon überzeugt, dass die Russen alles wissen, was wir hier so. Die gucken auch uns und hören auch uns. Natürlich, wir sind. Die haben ihre Ohren überall. Die sind Fans von uns. Ja? Wusstest du? Erzähl. Also es gibt ja ab und zu in dieser Sendung Musik am Ende, im Abspann oder so. Und es gibt Musikfirmen, die dann die Rechte sperren. Geil. Und das heißt, dass wir, und zwar für Russland. Nein. Und das heißt, dass es einige Sendungen von uns in Russland nicht zu sehen gibt. Wegen dieser Musik, die da manchmal zu hören ist. Immer weniger westliche Musik kann da wohl nicht wahr sein. Ja, das ist sehr schade für die Russen. Warum machst du sowas? Du musst auch für das russische Publikum auch denken. Muss ich nicht. Muss ich nicht. Für die Sibirier. Aber was schließen wir da jetzt daraus? Es ist ja so, wird ja jetzt so der ganz große Terz drum gemacht, auch völlig zu Recht, aber welche Folgen hat aber das? Aber hier, Pistorius ist ja ganz entspannt. Naja, solange eine Schlimmere rauskommt, hat er raus ja auch. Also ist letztlich haben sie ja gar keine großen Geheimnisse erzählt, das war ja jetzt. Aber ich meine, die haben natürlich jetzt schön Futter für ihre Kampagne. Ja, vor allem, das Lustige ist ja, dass das im russischen Fernsehen veröffentlicht wurde. Ja. Und dass wir als Europäer dann erst mitkriegen, dass da irgendwas laufen ist. Ja. Dann haben nicht mal wir mitbekommen, dass wir abgehört sind. Das war ja auch nicht für die öffentlichen Ohren bestimmt. Und deswegen ist man auch so entspannt, weil man kann es ja auch wieder im Russen. Und die Russen haben wohl im Gegenzug, das habe ich in der Ostsee-Zeitung gelesen, reden jetzt von irgendwelchen Anschlagsfantasien auf die Rügenbrücke in Stralsund. Aha. Ja. Ja, weißt du, wir die westlichen Geheimdienste arbeiten ja zusammen und geben uns ja Tipps für irgendwelche Sachen. Vielleicht sollten wir auch mit den russischen Geheimdiensten zusammenarbeiten, damit wir die neuesten Infos auch von da haben. Oder die neuesten Infos von uns haben. Ja, also genau. Von dem, was jetzt irgendwer, was die Opposition zum Beispiel so. Ja, gute Idee. Damit wir auch von der Opposition auf dem Laufenden sind. Das ist super. Genau. Der direkte neue rote Draht nach Russland, nach Moskau. Ja, siehst du, das ist doch mal was Schönes. Gute Idee. Wollen wir die Promi-Geburtstage machen? Ja, können wir machen. Die drei. Ich habe 6. Nee, warte mal. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Du hast mehr als ich. Noch einen mehr bestimmt. Fangen wir an. Am Sonnabend 80 Jahre alt geworden. Ja, und Uschi. Unsere Freundin Uschi Glas. Uschi Glas. Die ein sehr bemerkenswertes Interview letzte Woche im Stern gegeben hat, die ja doch politisch... viel interessierter ist, als man so denken mag. Nee. Schon ein paar Jahre so, dass sie für die CDU ganz in den Wahlkampf auch gegangen ist. Also gerade auf regionaler Ebene war sie sehr aktiv in den letzten Jahren. Ja. Muss man mal genauer gucken. Und so Uschi. Ja, der Weg bin ich schon beim Dienstag. Da bist du dazwischen. Ja? Fangen wir an mit Eva Mendes, die Schauspielerin, ist 50 geworden. Und wenn Uschi Glas unsere Freundin ist, dann erst recht... ist Barbara Schöneberger, nee, das ist nur meine Freundin. Barbara Schöneberger ist nur meine, ich finde es toll. Nein, es ist meine Freundin schon seit 20 Babsi, Jahren. Wir sind da, hier schon sind seit du. 20 Jahren ist Barbara Schöneberger meine Freundin, seit ich sie bei Blondes Gift damals noch bei TV Berlin gesehen habe. Hat die nicht da nach vor noch hier wie Bube Dame Hörig? Ja, das habe ich nie gesehen, weil ich war ja, nee, da war ja gar keine Schule mehr. Aber ich weiß nicht, da war Schule. War da noch, war schon Schule? Vormittags war. Ja, aber wann war denn das? Ja, weiß ich doch nicht. Irgendwann in den 90ern. Jedenfalls habe ich das nie gesehen. Die luminösen 90ern. Ja, jedenfalls habe ich das nie gesehen. Barbara Schöneberger jedenfalls ist 50 geworden. Die Fußballlegende Jens Jeremies ist 50 geworden. Da gibt es so schöne Anekdote. Die Toten Hosen haben für den mal so dieses Wohnzimmerkonzert veranstaltet. Und er als ehemaliger Bayern-Spieler hat da vorhin mitgegründet, ich würde niemals zum FC Bayern München gehen. Fand ich sehr geil. Und die Party an sich ist super, was sie da gezeigt haben. Ich bin dann schon beim Donnerstag. Ich bin beim Mittwoch.
kannst du jetzt nicht Toni Schumacher raushalten. Die Fußball-Torwart-Legende ist 70 geworden am Mittwoch, ja. Harald Schumacher. Der Musiker, Sänger Daniel Gérard. Ich wollte gucken, was er gesungen hat. Ach, da klar. Ach, da, okay. Ja, ich wusste. Es ist wohl der erfolgreichste Song in Deutschland. Zumindest war er mal bei irgendeiner ultimativen Chartshow auf Platz 1. In den 70ern war das. Er ist übrigens 85 geworden. Ja. Dann bin ich noch Freitag. Christiane Paul, Schauspieler, ist 50 geworden heute. Ja. Ja. Wie hieß der Film, dieser Berlin-Film mit Jürgen Vogel? Das Leben ist eine Baustelle. Sehr, sehr schöner Film. Und ich glaube, das war ihr Durchbruch in den Mitte der 90er Jahre. Krass ist ja bei Christiane Paul, die ist ja eigentlich eine fertig studierte Ärztin, promovierte Ärztin. Ja. Geil. Die ist schon irgendwie abgebogen. Hat irgendwo die falsche Auswahl genommen. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ja. Ja. Du bist ja der große Bahnfan, wie ich ja weiß. Du fährst ja sehr oft und sehr gerne mit der Huschebahn. Ja. Ja. So alle, ich muss dich jetzt leider enttäuschen. Wieso? Weil die Heidekrautbahn, die soll ja eigentlich ausgebaut werden. Ja. Die fährt ja jetzt irgendwie einmal von Wensickendorf bis Basdorf, nee, oder bis Karow. Und dann fährt ein anderer Strang von Bad Schönebeck, Großschönebeck bis nach Gesundbrunn. Aha. Und zukünftig soll sie ja durch Nord-Berlin fahren, also Schildow, Wilhelmsruh. Aha. Und das sollte eigentlich jetzt Ende 2024 fertig sein. Ah, haben Sie schon angefangen? Ich glaube nicht. Dementsprechend kommt die Meldung auch total überraschend, dass es nichts wird dieses Jahr. Und sie wissen auch noch nicht, wann es was wird. Das ist ja wie der BR für die fertiggestellt, vorgestern. Ja. Ja. Die haben ja sowieso ein geiles Projekt, die S-Bahn-Ring, den Osten ein bisschen zu fördern. Da wollen sie ja neue S-Bahn-Linien bauen und dann über das ein bisschen der Südosten ein bisschen mehr in die Innenstadt. Dass man die von Springvogel zum Grünauer Kreuz. Ja, kein Mal. Und wie ich gesehen habe, ist dann die Möglichkeit quasi die Linie weiterzuführen. Genau. Bis Oranienburg, richtig. Weil die könnte dann Birkenwerder und dann über das zukünftige Karower Kreuz. Genau. Richtung Hohenschönhausen fahren. 2140 wird gestellt. In 10 Jahren ist vielleicht Baubeginn, also ernsthaft, in 10 Jahren ist eventuell Bau und es soll über 1 Milliarde Euro kosten. Ja, kannst du mal sehen. Bahn hat's, Mensch. Ja, vor allem müssen da eigentlich kaum Strecken gebaut werden, weil die ja am Außenring irgendwie ja langführen soll. Das ist so, als wie wir doch noch Feld noch irgendwann mal wünschen, dass sie auch mal die Anbindung zur S-Bahn haben. Irgendwann schaffen sie es doch mal. Irgendwann. Das ist doch auch eigentlich. Also, das ist einfach nur jämmerlich. Das ist wirklich jämmerlich, ja. Wir planen, anstatt sie wirklich die Sachen nehmen, die da sind. Nein, es wird nochmal x-mal umgeplant, nochmal geplant, der reinmal geplant. Das sind alles Gehälter, die dann da in irgendwelche Taschen, Gelder, die irgendwelche Taschen abfließen. Ja, genauso Prignitz Express sollte ja auch. Dieses Jahr sollten die Bauarbeiten für diesen ganzen Ausbau stattfinden. Auch nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Oh, vielleicht auch übernächstes Jahr. Vielleicht bauen wir noch lieber eine Autobahn dahin. Ja, vielleicht aber währenddessen verrotten ja die Straßen genauso. Mühlenbeck, ich meine, die würden ja von der Heidekrautbahn profitieren. Ja. Aber nein, in Mühlenbeck funktioniert alles nicht. Auch diese Landesstraße, die durch Mühlenbeck fährt, die bricht quasi auseinander. Und da ist auch von Sanierung irgendwie auch noch nichts zu hören. Also es ist wie Deutschland bewirtschaftet wird, so infrastrukturmäßig, das ist schon sehr beeindruckend. Ja, da müssen wir mal Herrn Wissing mal fragen, wie er sich das, seine Arbeit mal richtig vorstellt. Ob er weiß, was er da eigentlich tut. Ja gut, da muss man natürlich auch alle seine Vorgänger fragen, was denn da schiefgelaufen ist. Liebe CSU. Herr Scheuer zum Beispiel. Ja, der so einfach mal wie viel Milliarden in den Sand gesetzt hat. Ja, das kann ja mal passieren. Der Normalsterbliche, der 100 Jahre im Knast gelandet, mit einem Antrag aufs nächste, keine Ahnung. Also da fällt mir immer eine Szene aus der Muppet Weihnachtsgeschichte. Ja. Mit Gonzo und wie heißt die? Rizzo und die Rizzo. Und Rizzo fällt irgendwie so einmal irgendwo unten, fällt uns ins Eis und Gonzo guckt so runter so. Tja. Ja. Und genau so ist es Andreas Scheuer damals wahrscheinlich. 8 Milliarden. Nächstes Thema. Ja, nächstes Thema. Also. Ja. Jetzt ist er in Opposition, das kann man ja wieder loslegen. Nee, ja. Der wird nicht mehr, der weiß genau, dass er jetzt halt schon wieder. Wobei ja, die CDU hat ja schon
sich Gedanken gemacht, wer der Minister sein würde, wenn die Ampel nicht mehr richtig funktioniert. Weil wenn das jetzt sozusagen auseinanderbricht, haben sie ja schon die großen Kandidaten. Jens Spahn will wieder. Ja, Jens Spahn und die Julia Klöckner. Ja! Mit der haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Ja, mit Jens Spahn. Die hat es ja auch richtig drauf, die Julia Klöckner. Die müssen halt, das ist die erste Garde für Minister, die wir wieder haben wollen. Ja. Jens Spahn. Das ist ja das Schlimme. Es ist kein weiterer da. Wen soll man bitte wählen? Also mein AfD? Nein. Nein. Aber der ganze Rest ist ja auch Baracke. Es ist kein wirklich vernünftiger... Wir essen Baracke. Also ja. So wie so ein Bauferien. Aus dem Schweinefraß, wie so bei uns. Ja. Früher, damals. Ja, es ist, kommt ja auch keine wirklichen guten, wirklich Herzblut... Politiker. Mein Freund Philipp Amthor, auf den setze ich sehr viel. Die Grinsebacke. Ja. Ja. Wenn er die Kamera grinst und eigentlich. Ist er schon im Stimmbuch? Demnächst. In dem Programm. Und wenn wir schon von so hin und her und überhaupt sprechen, wir hatten ja auch hier schon mehrfach das Thema Tempo 30 in Germendorf. Oh ja. Also, was gibt's Neues? Germendorf ist ein Ortsteil von Oranienburg, da führt eine ziemlich große Straße durch. Und ja, da gab es dann so Lärmbeschwerden und das führte dann dazu, dass sie dann Tempo 30 Zonen, also eigentlich wollten sie Tempo 30 in der Nacht, war beschlossen, eingeführt wurde Tempo 30 ganztags und aber immer nur also an einer Stelle, dann war wieder Tempo 50 und dann wieder Tempo 30, es war wie so ein kleiner Flickenteppich. Und dann hat man es auch mal wieder ausgesetzt. Genau, dann ist eben aufgefallen, wollen wir doch nicht so, geht doch nicht, haben sie alle schon wieder weggenommen. Und jetzt? Und jetzt kommt alles schnell wieder da. Juhu! Jetzt kommt nämlich doch wieder Tempo 30 von 22 bis, weiß ich nicht, 5 Uhr oder 6 Uhr. 6 Uhr. Und weiß ich aber nicht, ob jetzt durch den ganzen Ort oder auch nur an den Stellen. Und sie haben festgestellt, na, dieses ganztägige Tempo 30, ah, das bringt ja eigentlich auch sowieso nichts, weil da ist ja auch nicht weniger Lärm. Also. Was machen wir denn da? Weißt du, was ich mal nervig finde, wenn du diese riesen Autos da manchmal, diese Pickup-Trucks da, wenn die mal richtig loslegen, das sind ja saulaut, wa? Warum man die nicht einfach weglässt? Die werden ja nicht mehr produziert. Die braucht kein Mensch. Die braucht kein Mensch. Na doch, die brauchen, also offensichtlich brauchen die ja welche, weil sonst würde es sie ja nicht geben. Aber das sind eine Lärmbelastung. Aber man sollte sie einfach relativ hoch besteuern. Und drosseln. Die Motorleistung drosseln. Ganz ehrlich, also ich finde, diesen Jensen SUV-Kram braucht kein Mensch. Das sind wirklich Autos, die kein Mensch braucht. Die sind nur irgendwelche Statussymbol für Leute, die kein Statussymbol brauchen. Ich finde die doof, die Autos. Einfach mal doof, mehr nicht. Wollen wir zum Schluss noch ein... Ja? Ich weiß nicht, ob es ein erfreuliches Thema ist, aber ein bisschen. Was hast du denn? Also hier ist heute Mittwoch, am Freitag, sind es noch 98 Tage bis zur Fußball-EM in Deutschland. Freuen wir uns denn da schon drauf? Nee, noch nicht. Also wir haben ja unseren Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ja gesagt, wir müssen erst wieder lernen, Fußball zu erarbeiten. Hat er nicht Unrecht. Wir denken, wir sind die super Fußballmannschaft, aber leider sind wir die Grotten. Kicker vorm Herrn. Also wir kriegen ja Entschuldigung, Deutschland ist doch sowieso völlig depressiv gerade. Wir können keinen Fußball. Wir sind beim ESC schlecht. Politik ist scheiße. Aber der FC Bayern hat 3-0 gegen Lazio Rom gewonnen, ja? Zu Hause. Toll. Muss mal gesagt werden. Nee, ich weiß nicht. Also plätschert erstmal vor sich hin. Wir haben ja noch ein paar Spiele, Vorbereitungsspiele dazu. Mal schauen, wie weit hat er uns da anstellen. Unsere Mannschaft. Machen wir da ein EM-Studio? Ja, natürlich machen wir ein EM-Studio. Machen auch wieder wir tippen wieder. Ja. Wer hat denn das letzte Tippspiel gewonnen? Nelke! Wer sonst? Als hier der Vollesbeiner Fußball-Experte und Biersommelier. Ein Anruf ist da. Was ist los? Nichts. Okay. Jack hat nur geschrieben. Aber ich glaube, das war jetzt das Zeichen, dass wir dringend langsam unsere Sendung beenden sollten. Ach, sind wir schon auf der Zielgeraden. Übrigens heute Frauentag. Ja, hab frei. Ja, Frechheit. Keine Ahnung, warte. Ich habe als Berliner Arbeitnehmer frei. Und was hast du heute gemacht? Schlafen. Ausgeschlafen. Ganz viel ausgeschlafen. Weil deine Frau ja arbeiten musste. Richtig. Was? Ich habe Ruhe am Zuhause. Mann. In diesem Sinne. Was warnet ihr? Es war keine Frauentagsshow. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig.